einfach zum Entspannen. 1938. Exzellent. Ja, schmeckt toll. Das ist nur der Vorgeschmack. Ich habe gehört, dass von diesen Zigarren hier eine ganze Lieferung beschlagnahmt wurde. Ihr werdet sie mir beschaffen. Wir sollen Zigarren klauen. Wo ist das Problem? In unseren Nachtclubs werden sie uns gute Zigarren aus den Händen reißen. Es wirkt wie, keine Ahnung, Kinderkram. Du warst schon immer viel zu schlau. Dir macht man nichts vor. Kinderkram trifft's ganz genau. Danach soll es aussehen. Die Zigarren sind nur Tarnung für heiße Steine. In einigen Kisten sind geschmuggelte Diamanten. Aber die Feds haben sie nicht gefunden. Wir stehlen Diamanten von den Feds? Keine Sorge. Ich habe schon alle Einzelheiten mit Sam hier geklärt. Er sagt's euch. Jetzt muss ich den Bürgermeister in seinem Lieblingsherrenclub treffen. Schmiedet gemeinsam den Plan. Aber ich will die Zigarren, bevor jemand der Warenbeute auf die Spur kommt. Verstanden? Klar, Boss. Gut. Und trink nicht meinen besten Fusel. Wusstest du das? Wir haben gestern drüber gesprochen. Wir haben einen Plan. Es ist kein guter Plan, aber wir gehen nicht drauf. Wahrscheinlich. Na los, hilft uns dort jemand oder was? Nein. Wir sind auf uns gestellt. Das wird schwierig. Die Zigarren sind in Kisten am Hafen. Scheiße. Der Laden wird bestimmt gut bewacht. Ja, Gewalt hilft hier nicht. Wir machen's mit Köpfchen. Wir klauen einen Zolllaster und sind drin. Gott, müssen wir den armen Fahrer umbringen? Nein, wir jagen ihm Angst ein. Wir wollen nur seine Papiere. Gut, ich will keine Leiche loswerden müssen. Los, suchen wir nach einem Zolllaster unten bei den Docks. Alles klar, Tom? Ja, ich frag mich nur, was dahinter steckt. Dahinter steckt. Der Boss hat einen Job für uns und wir machen ihn. Es scheint nur verdammt riskant. Sogar für Diamanten. Wenn wir geschnappt werden, buchten sie uns lange ein. Dann dürfen wir nicht geschnappt werden. Oder? Ja. Warum hat der Polly gesagt, der arme Mann, der war doch sonst immer sofort einem abknallen? Der Polly. Ich habe am Hafen Sachen für den Auftrag versteckt. Geht zu Winnie, wenn ihr was Spezielles braucht. Ich brauch was hinter die Binde. Mann, Polly, lass es doch mal einen Abend gut sein, bitte. Schade, dass man sich nicht irgendwie anziehen kann wie so ein Gangster. Oder vielleicht kann man das doch und ich weiß nicht wo. Hallo, Vinci. Riskante Sache heute, Winnie. Tom. Nimm, was Vincenzo. Du brauchst. Ich hätte gerne ein Gewehr. Obwohl, ich weiß nicht, die Pistole ist genauso gut wie ein Gewehr. Eine Pistole. Und ein Messer. Weißt du noch am Anfang? Läden filzen, Ratten verprügeln. Haben wir nie gemacht. Wäre cooler gewesen, der wenn man ein bisschen. Bleibt der gleiche, Vinny. Alle Toten sind gleich. Gehen wir. Ich hätte es cool gefunden, wenn man halt ein bisschen mehr Mafia-Zeug macht, wie Schutzgeld erpressen und so. Läden in Luft sprengen. Das ist wie bei Godfather, bei dem Spiel damals. Das war auch ziemlich cool. Was ist denn mit ihm los? Hör auf. Du machst mich nervös, wenn du mit dem Ding spielst. Entschuldigung. Mir geht nur eine Menge durch den Kopf. Ach ja? Dachte, da oben wäre gar nicht so viel Platz. Schaut euch ruhig tot. Glaubt wohl, ich hätte keine Pläne. Falsch gedacht. Ich habe große Pläne. Ach ja? Raus damit, woran arbeitest du? Tja,
Spiel mit dem Gedanken, eine Bank in der Stadt auszurauben. Eine Bank überfallen? Klar. Ich beobachte den Laden seit Monaten, hab alles genau geplant. Ich brauch nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten. Ein Banküberfall ist etwas zu groß für uns. Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf. Der Don wollte diese Zigarren haben. Ein Banküberfall segnet er nie ab. Muss er ja nicht wissen. Du willst den Don hintergehen? Nein. Nicht wirklich. Wir können ihm ja nach dem Ding einen Teil abgeben. Er wird sauer sein. Aber nur, bis er seinen Anteil hat. Ich weiß nicht, Pauli. Ja, ich weiß auch nicht. Tu, was du willst. Ich werde nichts sagen. Ich habe dir viel zu verdanken, aber wenn Salieri herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest, landest du neben Morello. Keine Beute der Welt ist das wert. Er hat recht, Pauli. Frag den Don oder vergiss es. Ja, ist ja nur ein kleiner Traum. Wach auf. Wir sind da. Tom, du nimmst die Karre. Such einen Zolllaster und triff uns beim Zolldepot. Wir holen das restliche Zeug. Gut. Bist du bei der Sache? Ja, ernst wie ein Priester. Genau das habe ich befürchtet. Ah, mach dir keine Sorgen. Alles klar. Mann, ich finde Mafia, ich finde das richtig gut. Also die Charaktere sind richtig toll. Ich soll einen Laster suchen, ja? Hallo, Lady! So, alleine hier unterwegs. US Customs Border Protection. Oh, das passt doch. Cool, jetzt fahren wir mal LKW. Der Sound ist gut, wie der Reifen über die Kante rollt und so, richtig gut. Geiler Sound. Das ist super, ne? Scheiße! Oh Mist. Es gibt Ärger. Ja, die rückt gerade alle tief. Im Rollsporter wurde ein Unfall gemeldet. Fahrer ist geflüchtet. Park dort drüben, Tom. Wo ist meine Uniform? Hä? Mehr haben wir nicht, Kumpel. Vorne haben nur zwei Platz. Du sitzt hinten. Lass dich aber nicht blicken, sonst gehen wir baden. Quatsch nicht. Ich weiß, was ich tun muss.
Das erzählst du sicher allen Mädchen. Los! Wow, 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 wow. Los, Bewegung! Ist ja gut, ist ja gut. Verflucht. Das haben die auch mit Motion Capturing gemacht. Meine Güte. Gemütlich da hinten, Tom! Was zur Hölle denkst du? Was haben wir für den Abschlepphof geplant? Keine Ahnung. Nach Kisten aus Kamerun suchen oder so. Wo die Zigarren herkommen. Weißt du, wie groß der Hof ist? Keine Sorge. Um diese Uhrzeit ist da nichts los. Wir haben freie Hand. Ja, ja. Es geht bestimmt voll nach hinten los. So wie immer. Da muss ich hier unten aus 10 Millionen Autos abknallen. Maschinengewehr. Ach, Mist. Pete. Hast du die Papiere? Im Handschuhfach. Was war das? Was war was? Was? Hier, bitte. Fahr weiter. Heute ist viel los. Wird schwer, einen Platz zu finden. Ach toll. Viel los. Hast du das gehört? Das wird viel los sein. Passt schon. Wir müssen nur schnell reagieren. Genau das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Oh je, der sieht mich doch. Meine Mütze guckt doch da raus. Hallo? Ich bin nicht da. Psst. Wo wart ihr denn so lange? Wir müssen bis Sonnenaufgang die Lieferungen überprüft haben. Ja, Entschuldigung. Wir konnten unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was wir tun sollen. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Kommt mit. Okay, Tom, das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Okay. Hier wird über alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Du suchst nach Kamerun-Zigarren, kamen in einem Boot namens The Bohemia, angedockt am Dienstag, dem 23. Klar? Ja. Nicht schnappen oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig bist. Alright, Tiden. Ich hab grad eine Knarre gehört. Na toll. Ach, da kann ich hoch. Die meiste Zeit steht man nur rum. Wartet, dass etwas passiert. Ach, da muss ich hin. Die Feds schieben heute Nacht Überstunden. Schlimmer als eine Nadel im Heuhaufen zu finden. So einfach was, das Fehl am Platz wird. Mit diesen Kisten werden wir nie fertig. Auch nicht in der Woche. Haben die mich gesehen? Hab ihn gefunden! Scheiße. Wir scheinen Ärger zu haben. Howie, die Zigaretten gestern Lager genommen. Ich habe den Verdacht, dass einige der Kameruns, die wir in den Bohemian beschlagnahmt haben, verbergen könnten, wonach wir suchen. Geh ins Lager aus und kontrolliere die restlichen Kisten. Ach so. Das wird helfen. Hier sind die Zigarren. Ah, ich habe verloren. Da, so will ich aussehen. Aber nein, wir haben immer die gleichen Klamotten an. Guck mal, so geht's auch. Das wird helfen. Soll ich den hinten erstmal ausknipsen? Ich glaube schon, ne? Los, Leute, macht schneller! Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen nebenan. Das Geld ist gut, aber diese Fans sind Arschlöcher. Wir haben ja schon 100 Kisten überprüft. Kein Ende. Hey, das sind so Border Patrols. Hallo, Knarre. Ich bin der Altmann und du? Ich bin Knarri. Hallo Knarri.
Alles nur Müll. Nee, nicht. Nazi demands met in Munich. Ach so, das Münchner Dingens. Adolf Hitler, Führer von Deutschland, wurde heute in einem Übereinkommen in München das Recht zugesprochen, das Sudetenland von der Tschechoslowakei zu annektieren. Führende Politiker aus Italien, Großbritannien und Frankreich haben die Vereinbarung unterzeichnet. Gestört, oder? Es ist so, wie einfach ihm einfach auch alle haben ihn erlaubt, Sachen zu annektieren. Das ist einfach, mein Gott. Nein, Hitler. Hast nichts gesehen. Jetzt sind nicht die Druiden, die du suchst. Schneller, 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 schneller. Komm schon. Schneller, schneller, schneller. Komm schon. Oh, shit. Das hat keiner gehört. So. Zigarren, Zigarren. Keine Zigarren. Die Lagerhalle da wahrscheinlich. Ich sollte in die Akten schauen. Checken, was wo ist. Nehmen wir aber den hier noch gerade aus. Dann nochmal hoch. Achso, das ist Hitler! Adolf Hitler! Dringend, wir sind unbekannte wertvolle Schmuggelware aufmerksam geworden, die gerade die Anlage des Zollamts von Lost Haven durchläuft. Eine unverzügliche Untersuchung und Beschlagnahme waren unverzichtbar. Die Zeit ist knapp, sollten wir keine illegalen Waren gefunden werden, könnten dadurch strafrechtliche Verfolgung hier in Empire Bay scheitern. Okay. Aber es sagt jetzt nicht, wo sie liegen. Ja, machen wir mal die Schublade auf, nehmen einfach mal irgendeine Akte. Da, wo drauf steht, Zigarren. Havana King. Rum, Antex, D1. The Bohemia, da, Cigars, Antex, D2. Interessant. Ich habe ja ein Messer, cool. Kann ich alle abstechen? Ja. Stechi, ma, Stechi. Mist. Der Hof ist so riesig. Also, Jungs, überprüft jede Kiste, dann brechen wir sie auf. Haltet über Indiana Jones. Wie schön für euch. Habt die ganze Nacht zum Suchen. Frachtzigarren, Tabakwaren. Lagerort D2, da sind wir. Hafenmeistersware, unversteuerte Ware. Ursprüngliche Bestimmung, Grundschlagnahme, Verdacht des Hafenmeisters. Das wird helfen. Hierbei, das fällt auf, oder wenn ich den absteche. Scheiße. Oh, scheiße, ich bin noch voller Blut.
ihn gleich. Schade, ob der das Standbild gesehen hat. Das war super. Den Standbild. Ich will die alle ausknipsen, dann habe ich Ruhe. Mist. Der Hof ist so riesig. Also, Jungs, überprüft jede Kiste. Dann brechen wir sie auf. Das sind Hunderte. Wie? Schön für euch. Dort ist die Kiste, wo ich hin muss. Okay, so viel dazu. Okay, ich gehe runter. Mann, aber es macht so Spaß, Leute abzustechen. In Spielen natürlich nur. Aber es ist schon toll. Okay, weiter geht's. Mist. Der Hof ist so riesig. Also, Jungs, überprüft jede Kiste. Dann brechen wir sie auf. Das sind Hunderte. Wie schön für euch. Habt die ganze Nacht zum Suchen. Das wird helfen. Ja, stimmt, die dürfen die Kisten nur so und so lange festhalten. Ah, dreh dich weg. Komm schneller. Hm. Ist nichts. Die letzte Kiste im Lagerhaus. Ich wollte ja eigentlich gar nicht suchen. Weder Zigarren noch Diamanten. Wer sieht mich da? Schneller, 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 schneller. Komm, du bist kein Splinter Cell hier, echt nicht. Immer noch nichts. Ich muss sie bald finden. Komm, ich müsste eigentlich direkt dazu gesehen. Da hinten ist es bestimmt drin. Ihr auch nicht. Wetten da? Wetten? Die Kiste da. Oh Mann, jetzt reicht's. Oder die da? Die letzte. Natürlich! Oh. Hab sie. Guck mal, da ist Paulin so direkt hinter. Hier ist er. Toll, wäre ich doch einfach direkt durch die erste Tür gegangen und fertig. Ist alles drin, was wir haben wollten? Sieht gut aus, Jungs. Gut. Laden wir sie ein und hauen wir ab. Das ist die letzte. Verschwinden wir.
Ich sitze nicht wieder hinten. Du bist sowieso der bessere Fahrer. Fahr uns nur nicht in die Bucht. Scheiße. Hört ihr das? Los, Tom, gib Gas. Los, los! Mann, Tom, nicht gemütlich hier, oder? Durch das Tor. Yeah! Einbruch beim staatlichen Abschnitt des Zollamts. Verdächtige fliehen in einem Zolllaster. Ich will überall Straßensperren. Sind sicher alle Cops der Stadt unterwegs. Verschwinden wir, so schnell du kannst, Tom. Ach toll, jetzt bist du durch die Straßensperre. Vor uns ist eine Straßensperre. Finde einen anderen Weg, sie dürfen uns auf keinen Fall sehen. Hier kommen sie. Ja, Mist. Ach, da kommen wir gar nicht durch. Das ist ja zu. Ah, na toll. Ich dachte, ja, von einem anderen Weg. Bla, 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 aber... Nehmt ihn in die Zange. Weiter! Oh, das war's. Der Wagen ist Fritte. Ja, ich dachte, ich fahre einfach durch, scheiß drauf und dann bin ich raus. Aber ja, ist zu. Da ist eine Sprachsperre, lass dich nicht sehen, hat er gesagt. Aber nichts von Tor zu. Tor zu! Bringen wir die Zigarren wieder in Sicherheit. Achte auf die Straße, die Cops sind überall. Das zu. Einbruch beim staatlichen Abschnitt des Zollamts. Verdächtige fliehen in einem Zolllaster. Ich will überall Straßensperren. Sind sicher alle Cops der Stadt unterwegs? Verschwinden wir! So schnell du kannst, Tom! Alter, komm, wir haben jetzt nur noch Hälfte Energie. Und das war's schon. Wir sind immer noch im roten Bereich. Noch ein Kontrollpunkt. Machen einen weiten Bogen, Tom. Da und dann. Hat jemand den Laster gesehen? Erstattet Meldung, Leute. Nee, Hauptstraße. Quietsch, quietsch, quietsch. Wir müssen ja sowieso wieder nach Hause, also die Brücke ist bestimmt besetzt. Fahr! Er rollt ja nur noch. Na, das ist doch noch eine. Scheiße! Noch eine Sperre! Find den anderen Weg! Ach komm! Nein! Bitte nicht! Gibt's doch nicht. Nein! Wir haben die Wippe des Todes! Noch nicht mehr aussteigen.
Das gibt's schon nicht. Kann dann auf. Rammt uns doch! Wir brauchen Hilfe! Ja! Rammt mich, los! Fahr weg da! Ja! Es hat's bewegt! Ja! Ja, wir sind frei, oh Gott! Das kann ich vergessen, ich muss da lang. Hier kommen sie! Ja, ach, Scheiße. Mist. Oh, shit. Scheiße! Noch eine Sperre! Finde einen anderen Weg! Das gibt's doch nicht! Ich bin doch gerade erst an einer vorbei! Nein, da kommt ein Polizeiauto! Ah, was soll's, ihr könnt mich mal. Ich muss ja sowieso hier raus. Wir stehen ja auch nur doof rum. Mach's gut, du Loser City. Oh, shit. Warte, muss ich nicht sowieso nach Little Italy? Da wir steinigen. Nee. Wir haben sie wohl abgeschüttelt! Ja, hoffentlich! Wo zur Hölle warst du auf dem Gelände? Wir wollten schon aufgeben. Es war ein Labyrinth. Ein Wunder, da was zu finden. Wenn wir sowas wieder machen, brauchen wir einen besseren Plan. Mehr Fakten! Warum? Er hat die Diamanten doch gefunden. Ja, aber nächstes Mal! Was? Wir klären vorher alles mit dir, weil du dich mit solchen Jobs auskennst? Leute, ich muss... Was ist heute mit dir los, Tom? Alle am Streiten, am Schreien. Leute, ich muss fahren. Wir wollen zur Lagerhalle zurück, ohne das LHPD an den Fersen, oder? Klar. Wir haben die Diamanten. Der Boss wird zufrieden sein. Mehr zählt gerade nicht. Nach der Schinderei mit den Kisten sollten die Diamanten so groß wie das verdammte Ritz sein. Ja. Jetzt sind wir zügig. Haben wir eigentlich immer noch diese abgefallene Bude?
Es sieht eigentlich gar nicht danach aus, dass jetzt Salieri die halbe Stadt gehört. Ich meine... Und die ganze Stadt. Hey, Pauli! Bist du okay? Ja. Ja, aber ein paar Kisten sind jetzt durchlöchert. Wie schlimm ist es? Die ist am schlimmsten dran. Oh, sieht nicht gut aus. Der Don wird sauer sein, wenn die Zigarren ruiniert sind. Was zur Hölle? Scheiße. Das ist Stoff. Oh nein. Sicher? Das ist ja kein Heroin, oder? Bin ich. Kokain. Diamanten? Gibt keine. Das ist die wahre Beute. Nein. Nein, 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 nein. Der Don sagte, wir klauen Diamanten. Du kannst jede Kiste öffnen. Das sind keine. Wir setzen unser Leben für diese Scheiße aufs Spiel? Sieht so aus. Beruhig dich, lieber Pauli. Der Don kommt. Scheiße. Wir sagen kein Wort darüber zum Don. Wenn wir es hätten wissen sollen, hätte er es uns gesagt. Er war nicht ehrlich. Ja, aber vorerst halten wir unsere Schnauzen. Klar? Ja, okay. Pauli? Ja, ja, ich werde nichts sagen. Gab's Probleme, Jungs? Eine der Kisten hat was abgekriegt. Wirklich? Na, sieht nicht schlecht aus. Vielleicht sind ein paar Zigarren kaputt. Aber sonst sollte die Ware okay sein, Boss. Außerdem gibt's ja nichts härteres als Diamanten. Außer meinen Schwanz vielleicht. Na bravo, Jungs, bravo. Ihr könnt euch auf einen schönen Bonus freuen. Sollen wir die Kisten in die Lagerhalle bringen? Nein, ihr könnt gehen. Diese Idioten werden das übernehmen. Sicher? Was habe ich gesagt? Okay, Boss. Wir hauen ab. Seb, bring mich zurück zur Bar. Klar, Boss. Kommt ihr mit? Wir nehmen den Zug. Okay. Wir sehen uns. Verdammt! Ich hab die Schnauze voll. Hätten die uns mit dem Stoff erwischt, wären wir im Knast gestorben. Ja, aber was willst du machen? Hab ich dir schon gesagt. Die Bank? Ja. Mir egal, was Sam sagt. Ich hol mir den Zaster. Was springt raus? Machst du mit? Wir reden nur. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Als nächstes Banküberfall. Welche Bank? Grand Imperial. Grenze North Park und Zentrum. Ja, war vor längerem mal da. Scheint nicht gut geschützt zu sein. Leichte Flucht. Kassierer, die sich wohl nicht wehren würden. Geht nicht allein. Mal sehen. Ich verkaufe kein Teer für den Don, ohne dass wir beteiligt sind. Und ich weiß nicht. Ich will die Straße nie wiedersehen. Welche? Auf den Knien. Arme Tussi kriegt was ab, weil sie uns in die Quere kommt. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Pech gehabt. So läuft es bei uns immer. Ich sag's dir, Tom. Es ist perfekt. Ich hätte dich nicht dazu geholt, wenn ich von der Sache nicht überzeugt wäre. Wir werden sehen. Bevor was passiert, will ich Fakten. Falls ich geschnappt werde, ist es mit Sarah aus. Ach, wir fahren jetzt wirklich Bahn, lol. Du musst an deine Familie denken, vergiss das nicht. Denk dran, was das für eine Chance ist. Achtung, Kumpel. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, zur Familie nach Hause zu kommen. Aber deshalb mache ich das ja. Wer wird mich heiraten? Mit meinen fast 40 Jahren und der ganzen Reihe von Vorstrafen. Wenn's klappt, kann ich das hier endlich an den Nagel hängen. Wer weiß. Familienleben ist nichts für dich, Pauli. Nach einem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile eine Kugel. Mann. Ich bin schon seit langer Zeit so weit. Wir sitzen hier rum seit 6 Monaten. Spielen Karten, aber nur rum.
Ich werde langsam faul. Dann geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Manchmal schlafe ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich habe die Scheiße schon 1000 Mal gehört und am nächsten Tag fliegen Kugeln und ich scheiß mir fast in die Hose. Ich hab so die Schnauze voll, Tommy. Du suchst nach dem großen Ding. Klar, ein Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen... Keine Ahnung. Dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Klar. Aber wenn wir das machen, warten wir, bis alles wieder ruhig ist. Ha, ich hab dich schon an der Angel. Vielleicht. In der Löwengrube. Und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.